Unfallhorror in Thüringen. Bei einem Frontalzusammenstoß sind auf der Bundesstraße 247 bei Bad Langensalza 7 Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen sind 2 Autos frontal zusammengestoßen und in Flammen aufgegangen. Ein Fahrzeug wurde dabei auf eine Leitplanke geschleudert. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Insassen nicht mehr helfen. 6 Menschen seien verbrannt. Eine weitere Person aus einem dritten beteiligten BMW überlebte den Unfall ebenfalls nicht. 3 weitere Menschen wurden den Informationen nach zum Teil schwer verletzt. Zur Identität der getöteten Personen lagen zunächst keine Angaben vor. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall voll gesperrt.